Willkommen zurück zu Dungeon Siege 3, einem Teil, zumindest einem Teil der Geschichte innen drin, die zwar nicht mit der Hauptstory zu tun hat, aber die ich auch so nicht kenne. Und die sich jetzt angeboten hatte, halt auf dem Rückweg von der Königin halt auch zu behandeln. Und wie ihr seht, habe ich voll die coolen Hörner bekommen. Toll, Kamera. Mann, Gegenstände, lasst das. Das ist ein halb unverdauter Helm oder sowas. Ich glaube, neue Klamotten habe ich auch angezogen, ne? Ich weiß nicht, aber ein paar Sachen, die beim Wurm drinne waren, die waren echt gut. Und haben jetzt dafür gesorgt, dass ich 1400 Leben habe. Irgendwie, keine Ahnung. Warte mal. Genau. Angriff bei 125 bin ich jetzt. Also das war schon richtig cool, wenn ich bedenke, dass, Lukas gut 128 hat, also ich habe nur noch 3 drunter, aber er hat Fähigkeiten viel besser als ich, weil ich so wenig Willen habe. Aber Rüstung ist halt besser bei mir und Ausdauer sowieso und ja. So. Ich war im Turm der Abtei, als die alte Dimensionspassage plötzlich zum Leben erwachte. Ihr seid Legionäre. Ich freue mich, dass ihr sicher hergefunden habt. Das war nicht allen vergönnt, auch nicht denen, die so schwer bewaffnet waren wie ihr. Ich habe ein paar untote Monster in der Wüste beseitigt. Ist dieser Ort verflucht? Ja, aber es war schon immer so wie jetzt. Vor Jahrhunderten, lange bevor diese Abtei erbaut wurde, war dieser Ort ein religiöses Zentrum. Ein Zufluchtsort für einen Patriarchen der Azoniten und seine Anhänger, die aus dem Reich der Sterne kamen. Dann haben sie sich der Ketzerei schuldig gemacht und die Legion wurde ausgesandt, um sie zu vernichten. Jetzt suchen sie die Ruinen heim. Manchmal ruhen sie, manchmal nicht. Man merkt, dass das eigentlich nach dem eigentlichen Teil gemacht worden ist, weil solche Kameraperspektiven gibt es sonst nicht. Man sieht immer nur die Person und höchstens man selber so ein bisschen im Hintergrund, wenn überhaupt, aber man sieht eigentlich nur die Person. Ich will nicht unhöflich sein, aber ihr seid weitaus gastfreundlicher als die anderen Azoniten, die ich traf. Als Jane die Macht an sich riss, haben sich die Mönche der Abtei von ihrer Kirche abgewandt. Wir machen unsere Arbeit im Namen von Azunai, nicht Jane. Ich bin sicher, sie würde uns sehr gerne eine Lektion in Sachen Gehorsam erteilen. Zum Glück ist sie sehr beschäftigt und sehr weit weg. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Sein Name ist Etienne du Marnet. Der Held der Legion. Ja, er war hier, aber das ist Jahre her. Er ging in das Gewölbe unter der Abtei. Danach hat ihn niemand mehr gesehen und das Gewölbe ist versiegelt. Einen Weg hinein kennen wir nicht. Es gibt ein Gewölbe unter der Abtei? Ja, aber es ist viel älter als die Abtei. Es wurde zur gleichen Zeit errichtet wie die Ruinen in der Wüste. Du Marnet war wegen des Gewölbes hier. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, was mit ihm geschehen ist. Man sagte uns, Du Marnet wartet hier auf uns. Vielleicht ist er aus dem Gewölbe entkommen. Niemand in der Abtei hat ihn gesehen. Aber wenn ihr es genau wissen wollt, dann kann euch nur eine Person helfen. Unser ehemaliger Abt. Sein Name ist Simeon. Er hat Du Marnet den Weg in das Gewölbe gezeigt. Sie sind gemeinsam hineingegangen, aber nur Simeon ist wieder herausgekommen. Lebt dieser Simeon noch? Vermutlich. Er hat die Abtei vor Jahren verlassen. Jetzt lebt er in der Wüste, irgendwo in den Ruinen. Wenn ihr ihn suchen wollt, dann sage ich den Mönchen, dass sie das Tor der Abtei öffnen sollen. Ihr könnt dann kommen und gehen, wie es euch beliebt. Unsere Abtei ist vor den Untoten geschützt. Ihr könnt diesen Ort also als Zuflucht nutzen. Ich helfe euch, wo ich kann. Ihr scheint sehr daran interessiert, uns zu helfen. Ich bin überrascht. All die Jahre habe ich geglaubt, die Legion sei verschwunden. Aber ich habe sie immer bewundert und das, wofür sie eintrat. Als ich klein war, habe ich jedes Buch in unserer Bibliothek über die Legion verschlungen. Eine infantile Besessenheit, so hat es Simeon immer genannt. Wenn ich Simeon suchen würde, wo sollte ich am besten anfangen? Es gibt noch weitere Ruinen, ganz in der Nähe der Abtei, in einer Schlucht. Das ist der einzige Ort, an dem die Mönche ihn gesehen haben. Ich glaube nicht, dass er noch tiefer in die Wüste geht. Könnt ihr mir sagen, was mich dort draußen erwartet? Ein Tempel. Seit Jahrhunderten verlassen. Man sagt, er sei von alter Magie geschützt, aus den Tagen des Alten Reiches. Es befindet sich auch eine Höhle dort.
der Ursprung einer alten Quelle. Eine unserer Mönche verbringt sehr viel Zeit dort. Warum sollte ein Mönch seine Tage in einer Höhle verbringen? Aridai ist sehr alt, älter als Simeon. Er lebt länger hier als jeder andere von uns. Er glaubt, dass die Höhle mehr ist, als sie zu sein scheint. Er denkt, dass sie der Grund ist, weshalb der Tempel und das Gewölbe hier errichtet wurden. Okay, klingt interessant. Habt Dank. Wir sehen uns bestimmt wieder. Bitte sagt Simeon, dass wir ihn vermissen. Er ist jederzeit wieder hier willkommen. Okay, gut. Herren der Abtei. Oh, wieder eine Errungenschaft bekommen. Oh, ich bekomme so gerne Errungenschaften. Verzeiht, dürfte ich wohl mit euch reden? Ja, von mir aus. Normalerweise erbitten wir von unseren Gästen keine Gefallen, aber ich brauche eure Hilfe und ich kann den anderen nichts davon sagen. Gut, ich höre. Vor einigen Wochen kam ein Reisender in die Abtei. Sein Name war Marlow. Er hatte gute Manieren und war gut gekleidet. Um es kurz zu machen, er schien ein außergewöhnlicher Gentleman zu sein und ich entwickelte Gefühle für ihn. Er sagte mir, dass er ebenso empfinden würde. Aber er hatte Schulden, so behauptete er. Er bat mich um einige Münzen aus unserer Schatzkammer und eines Nachts habe ich den Schlüssel gestohlen. Lasst mich raten, dieser Marlow war ein Dieb. Kaum hatte ich die Schatzkammer geöffnet, hat er mich bewusstlos geschlagen. Marlow wusste von Anfang an, was er wollte. Den goldenen Kelch von Sankt Hiram. Er hat nur den Kelch mitgenommen, alles andere ließ er zurück. Unser Bruder Schatzmeister weiß nichts davon, noch nicht. Ich bitte euch, findet Marlow und bringt den Kelch zurück. Ich lege ihn wieder in die Schatzkammer, sodass niemand etwas davon erfährt. Wenn Marlow in der Wüste ist, dann finde ich ihn. Er hat das Tor unverschlossen gelassen, also ist er nach Osten geflüchtet. Und es ist nur wenige Tage her. Er kann auch nicht weit sein. Okay, gut, merke ich mir. Nach Osten geflüchtet. Oh Gott, wir haben jetzt voll viele Nebenmissionen. Geteiltes Schicksal, Feuer des Glaubens, abtrünnige Wissenschaft, verrückter Matthias, der Dieb der Herzen. Ich muss mal kurz gucken, in welche Richtung die mich führen. Also das führt mich in die Richtung. Ich denke mal, die werden mich alle in die Richtung führen, aber ich will gerade einfach nur sicher gehen. Ja. Okay, die führen mich alle hierhin. Gut. Kann ich das auch wieder zumachen? Nee, schade. Okay, dann bleibt das eben offen. Aber mich hätte es eh gewundert, wenn Skelette dort überlebt hätten. Es gibt Oha. Oha, nein, nein. Lukas hat mich einfach beiseite gestoßen. Nein, Mann. Ich habe doch eins gedrückt. Ja, habe ich nicht, aber egal. Jetzt Lukas ist einfach gemacht. Lukas, ich wollte den Magier erledigen. Nicht du solltest das tun. Dort, ein Toter. Dieser Leichnam ist mehrere Tage alt. Es scheint ein Lekanzi-Söldner gewesen zu sein. Rund um seinen Hals sieht man, wie der Strang, mit dem er erwürgt wurde, in sein Fleisch eingeschnitten hat. Die Wertsachen wurden seinem Körper schon abgenommen, bis auf das Tagebuch, das mit trockenem Blut besudelt ist. Vor ein paar Tagen haben wir das alte Asunitenversteck ausgebuddelt. Das Problem ist nur, ich vertraue meine sogenannten Partner nicht. Ich soll Andrei und Radu bei der Oase treffen, wenn der Sturm nachgelassen hat. Aber ich hätte fast Lust, die Beute noch vor Tagesanbruch zu finden und mich davon zu machen. Ich hätte lieber einen darken Wirr am Hals als diese zwei. Ein Leskanzi dem Aussehen nach. Okay, und noch eine Mission. Finde den Treffpunkt. Pass des toten Mannes. Cooler Name für einen Pass. Okay, ich gehe erstmal hier lang, weil dort ist ein Dings. Diese Männer sehen ja nicht gerade freundlich aus. Hallo, hört auf. Ich verteidige mich nur. Die haben mich zuerst angegriffen, ne? Nur damit das klar ist. Aber da ist halt ein Kreis. Und da will ich halt hin. Weil Kreis, ne? Wenn es ein Viereck gewesen wäre, dann hätte ich es nicht gemacht. Und bei dir mache ich jetzt hier Feuersäule. Warum? Weil ich die Feuersäule gerne mache. Ich weiß auch noch nicht genau, was wir jetzt oder wen wir hier finden.
Oh, hupsa, war ich nicht. Verkehrte Taste, ich wollte V drücken. Ich wollte mich mal zur Abwechslung heilen mit der coolen Special-Fähigkeit. Die ist so geil. Oh, verrückter Matthias. Ah, warte mal, das war doch... Genau, das war eine von den Aufgaben... Von den Aufgaben hier am Brett, was ich noch zu Ende des letzten Parts aufgenommen habe, oder? Ich meine schon. Wow. Da hat mich umgenockt. Da sollte sich fast... Ey! Lukas? Und wieder auf, wenn's gefällt. Ja, ich wollte gerade sagen, ignoriere mich nicht. Och, ernsthaft. Ich habe vorher gespeichert. Jetzt müsste ich aber das ganze Gespräch nochmal machen, das ich mit der Schwester geführt habe. Och, toll, jetzt hat es doch nicht mehr gereicht. So, jetzt ist nur noch er da. Ach, reicht es noch nicht? Jetzt aber. Und geht sein Leben schnell weg. Geht sein Leben schnell weg. Och, ist das herrlich, ist das herrlich. Und er ist erledigt. So, den haben wir schon mal. Die Quest ist schon mal erledigt. Sonst ist ja... Und oh, da doch eine Truhe ist da. Ich möchte diese Truhe haben. Gut. Die Quest ist erledigt. Genau, gesucht war ja, hieß das ja, gesucht, bla bla bla. So, dann gibt es ja auch nur noch eine Richtung. Oder ist auch noch ein Gegenstand? Oh ne, es war nur ein kleiner Goldbarren. Dann gibt es ja auch nur noch die eine Richtung, die ich gehen kann. Mal gucken, welche Quest ich jetzt nächstes erledigen kann. Ich sag gerade zu oft kann. Kann. Oh Gott, ich dreh durch. Yay! Yay! Skelette! Ein Skelettzauberer! Way! Ist das schön! Der ist aber gleich tot, ne? Oh! Lukas ist tot! So viel dazu, dass der Zauberer gleich tot ist. Ey, war da nicht so ein Skeletthaufen? Ist der jetzt einfach kaputt? Voll viele Heilkugeln. Okay, so, du lebst jetzt wieder. Ja, das brauchst du nicht zu danken. Du hast mich auch schon oft geheilt, gerettet, wiederbelebt. Nenn, wie du es magst. Speichern. Passt gerade so gut. Dann gucke ich hier rein. Oh nein, schon wieder einer. Das reicht eigentlich immer ganz gut aus. Ey, der ist einfach rausgelaufen. Na gut, hat ihn nicht gerettet, aber... Ey. Trotzdem. Hier ist nichts. Warum ist hier nichts? Das wäre so optimal gewesen für irgendeine Nebenquest oder so. Mann. Noch für... Mich hätte es auch gewundert, wenn der Weg woanders hingeführt hätte, weil es gibt keinen anderen Weg bisher. So. Wie ist denn Lukas bis dort vorne hingekommen? Wow, was ist denn das für ein komischer? Die sind echt seltsam. So voll creepy. Oh, Errungenschaft erhalten. Was? Erduldender Held oder sowas? Wegen so viel Schaden gemacht? Gegner besiegt oder was? Warte mal, ich guck mal gerade. So, Errungenschaften. Da. In eurer Laufbahn habt ihr mindestens 100.000 Punkte Schaden erlitten. Oh. Da kriege ich wenigstens 2 Ausdauer immer dazu. Vollzeit hält. Ihr habt 10 Nebenquests erledigt. 20 Nebenquests erledigt. Ihr habt den Vertrauen von Lukas Montbaron gewonnen. Ihr habt das Passwort... Ach so, genau. Alle Belohnungen abgelehnt. Das kennen wir auch. Ihr habt der Krone unterschiedlichen Beistand geleistet. Und ihr habt das Leben der Arche, ja genau, das kannten wir auch schon. Ein paar Errungenschaften habe ich schon bekommen. Okay, die Hauptquest geht in die Richtung, dann gehe ich erstmal in die. Ich glaube, das war die Hauptquest, ich weiß es gerade gar nicht. Aber es könnte... Ah! Weil ich schon wieder so viel bekommen. Schaden bekommen, das nervt.
Lukas schubst die einfach raus. Warum habe ich gerade so Probleme? Hä? Teile von Automatoiden. Was machen sie hier draußen? Ja, ich wundere mich gerade nur, warum ich mich so scheiß langsam fortbewege. Ist ernsthaft. Ist irgendwie komisch. Kann aber gut sein, dass jetzt hier dieser eine andere verrückte... Oh. Das ist... Oh. Was ist das, bitteschön? Möchte ich das wissen? Ich glaube, das wird böse. Wow, 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 wow. Wow. Gott, macht er viel Schaden. Oh, und Lukas ist tot. Toll. Nein. Wow, scheiße. Ach, fuck. Ah. Ist erstmal seit langem wieder gestorben. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Siehst du, dann mache ich einen kurzen Schnitt, bis wir dort wieder sind. Ja, ich bin doch noch nicht bei diesen Automatoiden, weil ich gerade ein bisschen gesehen habe hier auf der Karte, hier gibt es ja nur diesen einen Weg. Also, von daher, ja. Machen wir das erstmal. Mal davon abgesehen, dass die anderen Quests alle gerade ausführten und nur hier die Hauptquest hierhin. Aber es ist ja auch kein Wunder, weil das geht ja auch nur bis hierhin. Das ist ja nicht weitläufig. Ihr seid doch nicht wegen eines Segens hier. Ich bin kein heiliger Mann. Nicht mehr. Wartet. Azanais Blut. Ihr seid es. Die Archon. Der Geist des Feuers. Einsam und verlassen von ihrem Volk. Die Stimme hatte recht. Eine Stimme sprach zu euch. Klang sie wie ein Kind? Wie ein Junge? Ein Kind? Nein. Die Stimme war nicht menschlich. Sie gab auch nicht vor, menschlich zu sein. Es war der falsche Gott der Ketzer, der zu mir sprach. Vor Jahren, als ich die Legion in das Gewölbe führte. Wer ist dieser falsche Gott? Ich weiß nicht, was ihr meint. Die Azoniten, die diesen Ort einst erschufen, wurden zu Ketzern. Sie begannen, einen neuen Gott anzubeten. Ich hatte immer geglaubt, dass das Unsinn sei, bis ihr falscher Gott zu mir sprach. Allerdings nur einmal. Und auch nur in dem Gewölbe. Ich habe über Jahre zu Azunai gebetet und um eine Erklärung dessen gebeten, was ich gehört hatte. Aber mein eigener Gott schweigt wie ein Grab. Hat diese Stimme von mir gesprochen? Ich soll euch erwarten, hat der falsche Gott gesagt. Und ich soll euch helfen. Gründe dafür hat er nicht genannt. Könnt ihr mir helfen, ins Gewölbe zu kommen? Wenn ihr von mir einen Gefallen erbittet, so müsst ihr mir ebenfalls einen erweisen. Das ist das Gesetz der Wüste. Nicht weit von hier liegt sowas wie ein Friedhof. Ein Haufen Leichen. Zurückgelassen von eurer Legion, nachdem sie die Ketzer abgeschlachtet hatte. Einige der Toten sind störrischer als andere. Insbesondere ein bestimmter Priester. Sein Name ist Zacchaeus, der Abtrünnige. Er muss schon zu Lebzeiten ein bösartiger Zeitgenosse gewesen sein. Er erweckt seine toten Brüder und sie alle sind auf der Suche nach mir. Beseitigt Zacchaeus und ich versuche mich daran zu erinnern, was ich über dieses problematische Gewölbe weiß. Okay, einverstanden. Also gut, ich tue, was ihr verlangt. Ich bete zu Azunai für eure sichere Rückkehr, obwohl ich bezweifle, dass er meine Anliegen erhöht. Okay, haben wir eine neue Nebenmission? Wir haben hier eh ein paar Missionen, ne? Ich glaube, das ist die, ne? Genau, die führt mich dann wahrscheinlich um die Ecke, nehme ich mal an. Auf jeden Fall werde ich aber hier einen Schnitt machen. Der Part ist nämlich an der Stelle vorbei. Dann kämpfen wir uns im nächsten Part wieder weiter an diesem automatischen Dingspot vorbei und dies und das und jenes. Ich speichere hier, rüste mich neu aus, etc. pp. Wisst ihr ja, dass ich das immer offscreen mache. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und mal sehen, was uns
in dieser Wüste noch so alles an Abenteuern erwarten wird. Bis dann, tschüss, eure Tai.